standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und ich möchte euch heute die neue Seite Deserto Germany vorstellen. Viele von euch, die schon länger ein bisschen im Business hier dabei sind, die kennen Deserto vielleicht. Deserto ist eine eigentlich eine internationale Plattform, auf der sich Spieler aus aller Welt bzw. aus Europa zusammenfinden können und hier sich gegenseitig austauschen können, Scrims finden können, Teams finden können und sich natürlich auch die neuesten News aus dem E-Sport einholen können. Da es ja in Frankreich und in Spanien, wie ihr hier oben sehen könnt, bereits schon seit längerem eine eigensprachige Seite gibt für den Call of Duty E-Sport und für Call of Duty allgemein, dachten wir uns von Deserto Germany, dass wir das gleiche einfach hier für Deutschland machen, einfach aus dem Grund, da meiner Meinung nach es keine Anlaufstelle für die deutschen Spieler gab, irgendwie kein Forum, wo sie sich austauschen können und keine Seite, wo sie News herbekommen können. Deswegen haben wir das jetzt hier gemacht, einfach dass, damit die deutsche Szene und alle deutschen Spieler, also ihr alle, einfach wieder eine Anlaufstelle habt, auf der ihr euch ja zurechtfinden könnt, auf der ihr euch Informationen auf Deutsch holen könnt und auf der ihr euch gegenseitig austauschen könnt. Und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt die Seite mal etwas genauer vor. Wenn ihr oben den Link de.deserto.net, der übrigens auch in der Beschreibung steht, eingebt, kommt ihr hier auf die Hauptseite von deserto.net bzw. Deserto Deutschland. Ihr könnt euch hier oben registrieren. Ich glaube, das brauche ich nicht großartig erklären. Das ist ein ganz normales Verfahren, wie bei jeder anderen Seite auch. Wenn ihr Probleme habt, twittert uns einfach auf @deserto_germany oder schreibt uns eine Facebook-Nachricht auf Deserto Germany. Ich habe natürlich beides unten auch in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr irgendwelche Probleme bei der Anmeldung habt oder die Registrations-E-Mail nicht bekommt, meldet euch einfach, wir helfen euch da gerne weiter. Ansonsten seid ihr dann hier auf der Hauptseite, wo ihr immer wieder die neuesten News finden könnt und nachlesen könnt. Wir haben wirklich sehr, sehr talentierte Newswriter. Wir haben da Leute am Start, die das schon seit Jahren machen, die wirklich sehr, sehr lange Erfahrung haben in diesem Bereich. Ich bin froh, wirklich solche Leute mit an Bord zu haben. Wir haben da sehr schöne News und wir versuchen natürlich, die News immer zeitnah zu bringen, so zeitnah wie möglich zu bringen. Natürlich können wir nicht direkt nach einem Announcement 5 Minuten später die News raushauen, da wir das Ganze natürlich auf freiwilliger Basis machen für die deutsche Community, aber wir versuchen es, wie gesagt, so zeitnah, beziehungsweise unsere Newswriter versuchen das Ganze so zeitnah wie möglich zu bringen. Und wir haben seit Sonntag, am Sonntag wurde das Ganze übrigens announced, es gibt es erst seit Sonntag, also ist noch ganz neu. Und seit dem Jahr sind schon einige News hier am Start, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die letzte ganz kurz an, damit ihr wisst, wie so eine News allgemein ausschaut. Das hier ist eine sehr, sehr schöne News, meiner Meinung nach, wo Jiggles hier über den ersten Tag der MLG COD AW Pro League Season 1 berichtet. Hier könnt ihr sehen, welche Teams gegeneinander gespielt haben, auf welchen Maps, in welchem Modi, mit welchem Ergebnis und mit dem Endergebnis. Hier seht ihr dann auch die Tabelle, die momentane Tabelle und auch den Spielplan für den nächsten Tag mit einer Stream-Verlinkung. Also ihr könnt sehen, ihr findet hier alles, was ihr braucht. Wir haben uns natürlich nicht nur auf die amerikanische Szene spezialisiert, wir werden auch News über europäische Events und Turniere bringen, selbstverständlich. Und natürlich auch Live-Coverage von Events. Wir werden zwar nicht mitfliegen auf den Events, aber wir werden versuchen, euch von zu Hause aus die bestmögliche Coverage zu bieten. Das heißt, wir werden euch hier Streamlinks posten, wir werden euch hier Brackets posten, Teilnehmerlisten, alle anderen wichtigen Infos zum Turnier und alles, was man einfach rund um ein Turnier wissen muss, werdet ihr hier finden. Wir werden es natürlich auch immer, wenn es möglich ist, über Twitter und Facebook bisschen Live-Coverage-mäßig machen, wenn Turniere anstehen, also wenn Offline-Turniere anstehen. Also wenn ihr, wie gesagt, irgendwie ein Turnier verfolgen wollt oder Informationen zu COD eSport allgemein oder zu irgendwelchen Offline-Events haben wollt, einfach unsere Facebook-Page liken, unseren Twitter-Account followen und immer wieder mal hier vorbeischauen, am besten den Link da oben direkt in die Favoritenliste packen, dann seid ihr da wirklich immer auf dem neuesten Stand und das ist auch wirklich die einzigste Seite in ganz Deutschland oder sagen wir mal so auf der ganzen Welt, wo ihr News auf Deutsch bekommt und vor allem dann in dieser Professionalität und in diesem Umfang. Dann würde ich sagen, wir schauen uns den nächsten wichtigen Teil an, das Forum. So, hier sind wir jetzt im Forum und ich möchte gleich vorab sagen, dass es mit Sicherheit eine Frage von vielen Leuten ist. Wir spezialisieren uns natürlich nicht nur auf die Xbox, wir haben auch, wie ihr hier sehen könnt, eine PlayStation-Sektion. Ich zeige euch die Sektion gleich genauer. Wir haben hier oben
die News-Sektion, da wo wir dann immer die News, die neuesten Sachen reinposten. Das ist aber im Endeffekt das gleiche wie auf der Startseite. Dann haben wir hier zwei verschiedene Sektionen. Einmal COD Advanced Warfare, die Xbox-Sektion, und einmal das gleiche nochmal identisch, die PlayStation-Sektion, wie gesagt, für alle vier Konsolen. Das gleiche ist identisch, ich werde euch das jetzt einmal hier zeigen, wie das Ganze aussieht. Hier im Matchfinder gibt es jeweils für jede Konsolensektion, also einmal für die Xbox One und einmal für die 360, einmal für die PS3 und einmal für die PS4, verschiedene Threads, einmal Scrim Now Thread und einmal ein AIDS Thread. Das Scrim Thread ist dafür da, wenn ihr mit eurem Team ein Scrim sucht, geht ihr einfach hier drauf und postet hier unten einfach euren Gamertag. Natürlich müsst ihr dafür angemeldet sein, um hier was zu posten, also müsst ihr euch ein Profil erstellen, aber das geht ganz einfach. Wie gesagt, das werde ich jetzt auch nicht mehr genauer erklären. Wenn ihr dann angemeldet seid, habt ihr hier unten die Möglichkeit, hier was reinzuschreiben, postet ihr einfach euren Gamertag. Ihr müsst auch nicht irgendwie großartig dazu schreiben, auf welcher Konsole ihr spielt, da ihr euch ja sowieso in der Xbox-Sektion findet und dann die Xbox One hier ausgewählt habt, also einfach nur den Gamertag posten. Und dann können euch andere Leute einladen. Andersrum, wenn ihr hier reinschaut und ihr seht, dass jemand eben gerade seinen Gamertag gepostet hat, könnt ihr ihn natürlich auch zu euch in die Lobby einladen oder ihm eine Nachricht schreiben. Ist alles möglich. Somit habt ihr die Möglichkeit, Team-Scrims zu finden. Genauso funktioniert das natürlich hier in der AIDS-Sektion. AIDS, wer nicht weiß, was AIDS ist. AIDS ist einfach eine Private Lobby, wenn vielleicht von euch gerade keine Freunde online sind, aber ihr wollt trotzdem mehr oder weniger competitive zocken, sage ich mal, dann könnt ihr einfach auch hier euren Gamertag posten oder hier Leute einladen, um eine AIDS-Lobby zu eröffnen oder euch beziehungsweise einladen lassen. Ist eigentlich relativ einfach und funktioniert eigentlich auch immer, zumindest auf der englischen Seite. Natürlich sind wir hier noch gerade am Anfang und haben noch nicht so viele User, aber umso mehr Leute sich von euch anmelden, umso besser funktioniert das Ganze und umso aktiver ihr seid, umso besser und umso größer wird das Ganze. Also bitte ich euch darum, nutzt das Forum, das wird uns letztendlich allen zuguten kommen, umso aktiver wir hier sind. Und das gleiche gibt es natürlich dann hier nochmal für die 360 nochmal, wie ihr hier sehen könnt. Also die Xbox-Sektion ist hier gut abgedeckt, natürlich auch das gleiche auf der PS-Sektion, da gehe ich jetzt aber nicht nochmal rein, weil es wie gesagt identisch genau das gleiche ist, halt nur hier mit PS4, PS4, PS3, PS3, aber sonst ansonsten genau das gleiche. Weiter geht's hier auf Turniere, wenn ihr hier draufklickt, seht ihr wieder die Xbox One, die Xbox 360, hier könnt ihr immer wieder mal reingucken und gucken, ob wieder Turniere anstehen. Einfach draufschauen, ihr könnt hier ein Turnier posten, einfach indem ihr zum Beispiel, wie ich hier schon geschrieben habe, in meinem Beispiel einfach reinschreiben, wann das Turnier stattfindet, zu welcher Uhrzeit, ob das ein Random Gen oder ein SMD-Turnier ist, ob der Preisgeld dabei ist, am besten auch noch den Link zu dem Turnier und zur Anmeldung. Einfach die komplett wichtigsten Informationen einfach hier mit reinposten, damit können andere Leute das Turnier auch finden und können da mitspielen, beziehungsweise ihr könnt euch da auch Informationen zu einem Turnier holen. Ich würde einfach sagen, das ist eine Art von Geben und Nehmen. Das gleiche natürlich hier für die 360 und das gleiche auch auf der PS-Sektion. Dann haben wir hier noch die Team- und Spielersuche, was für einigen von euch vielleicht interessant sein könnte. Hier Team-Spielersuche für die, jetzt bin ich auf der PS-Sektion gelandet, aus Versehen auf der PS4 und PS3. Funktioniert ähnlich, ihr geht hier drauf einfach auf eure Konsole und wie ihr hier schon Beispiele sehen könnt, einfach hier schreibt jemand Free Agent, bin 18 und er ist seit MW2 aktiv. Hier noch der PSN Gamertag. Natürlich werden noch ein paar mehr Informationen hilfreich. Aber wie gesagt, es sei jedem selbst überlassen, was er sucht. Er kann hier dazu schreiben, zum Beispiel einfach, welche Anforderungen ihr an ein Team stellt. Oder auch andersrum, wenn ihr ein Team seid und sucht Spieler, könnt ihr auch reinschreiben, okay, wir suchen einen Spieler, der Ü18 ist, der so und so viel Erfahrung hat, gute oder auf was ihr Wert legt, wie zum Beispiel Kommunikation, Teamfähigkeit, Freundlichkeit. Das Ganze natürlich kurz und bündig halten, aber dennoch informativ gestalten. Aber wie gesagt, einfach mal immer wieder reingucken, wenn ihr Spieler oder ein Team sucht, je nachdem, einfach hier reingucken, hier findet ihr mit Sicherheit was. Wie gesagt, umso aktiver ihr seid, umso mehr Erfolg wird das Ganze auch haben. Nicht nur Deserto an sich, sondern einfach auch, dass die deutsche Szene einfach wächst und wir uns gegenseitig helfen können, würde ich persönlich sehr, sehr toll finden. Und dann haben wir hier unten noch in beiden Sektionen das Thread Diskussion. Hier könnt ihr Sachen diskutieren, wie zum Beispiel einfach hier ein Thread aufmachen. Wenn ihr hier angemeldet seid, hättet ihr hier jetzt, wo meine Maus ist, einen Button, ein neues Thema erstellen oder ein neues Thread erstellen. Dann könnt ihr hier einfach ein neues Thema erstellen, gebt den Themennamen ein, zum Beispiel
Regelwerk oder so, und dann könnt ihr über das Regelwerk diskutieren, könnt ihr eure Meinung schreiben, ihr könnt hier über alles COD oder E-Sport Relevante diskutieren, natürlich alles auf einer sachlichen Ebene, jeder hat verschiedene Meinungen, das ist ja eh klar, das wollen wir natürlich hier unten in den Comments auch nicht, aber da vertraue ich auf euch, dass ihr da euch angemessen verhaltet in einem Forum. Wir haben übrigens auch Foren Admins, die das Ganze ein bisschen überwachen und natürlich auch eingreifen, wenn da irgendwie mal was eskalieren sollte, aber hier könnt ihr, wie gesagt, über alles Wichtige, COD-mäßige oder COD-E-Sport-mäßige diskutieren, über Maps, über Spawns, über Regelwerke, über Activision, über Sledgehammer Games, was euch an dem Game gefällt, was die noch fixen sollten. Ihr könnt hier alles diskutieren, einfach ein Thread aufmachen und einfach sachlich bleiben, das wäre mir wichtig. So, dann hätten wir hier noch LAN-Events, hier werden wir immer wieder wichtige Sachen zu LAN-Events posten. Ich habe hier schon damals angefangen mit Gfinity, die Gfinity Open wurde announced, die Gfinity Open ist ein Open-Event, habe ich ja in meinem letzten Video schon gesagt zu Gfinity, da könnt ihr einfach reingucken, steht auch das Datum mit da, Gfinity Open, wie das Turnier heißt, mit Datum, ich lädt jetzt gerade ein bisschen lange bei mir. Und hier gibt es dann die wichtigsten Informationen zu einem Turnier. Ich habe einfach mal hier einen Thread aufgemacht. Hier habe ich die News verlinkt zu der Gfinity Open. Hier ist das Datum, der Ort. Preispool wird noch am 12.12. bekannt gegeben. Das Preis fürs Teamticket wird noch bekannt gegeben. Und den Link zur Webseite habe ich hier verlinkt, wenn ihr auf Gfinity draufklickt. Damit habt ihr kurz und bündig alle wichtigen Informationen. Ich habe auch nochmal dazu geschrieben, da ja die Gfinity eigentlich ein Invite-Only-Event ist, dass dieses Turnier ein Open-Event ist, dass da jedes Team ja die Möglichkeit hat, einfach daran teilzunehmen. Muss ich aber dazu sagen, ist ein Xbox-Event. Die meisten Events hier sind aber auf der Xbox, deswegen habe ich das hier nicht kategorisiert. Und hier könnt ihr dann, hier werde ich noch weitere Informationen dann dazu posten. Wenn ihr noch Informationen oder Fragen habt, könnt ihr die auch mit hier reinstellen. Unsere Admins und ich sind hier sehr aktiv und werden das auch immer beantworten und werden versuchen, euch irgendwie weiterzuhelfen bei Fragen. Wenn ihr vorhabt, wirklich ernsthaftes Interesse habt, auf dieses Turnier zu gehen, habe ich hier auch eine interessierte Teamsliste gemacht. Da könnt ihr euch eintragen. Ich habe hier auch ein Beispiel gemacht, dass ihr einfach euren Teamnamen hier reinschreibt, wie hier zum Beispiel Optic Gaming, eure vier Gamertags, Nature, Crimsix, Formel, Scampi. Einfach so wie hier im Beispiel, einfach reinpausen, mehr muss es gar nicht sein. Damit wissen dann die anderen Mitglieder, dass ihr Interesse habt, an diesem Turnier teilzunehmen. Aber wie gesagt, nicht einfach bei jedem Turnier hier seinen Teamnamen und Gamertags rauszuhauen, wenn dann wirklich schon nur wenn ernsthaftes Interesse besteht und wenn ihr wirklich in der Überlegung seid, auf dieses Turnier zu gehen. Ja, und ansonsten haben wir hier noch allgemeine Diskussionen, haben wir hier einmal das Off-Topic. Off-Topic bedeutet so viel, dass ihr einfach hier über alles mögliche diskutieren könnt, über alle möglichen Themen, sei es, keine Ahnung, Politik, Musik, Filme und so weiter. Einfach hier auf Off-Topic gehen, ein neues Thread erstellen, wenn es noch kein passendes Thread dazu gibt. Momentan gibt es ja sowieso noch keins, da das Forum noch relativ neu ist. Aber wenn ihr hier drin seid, dauert wieder kurz. Wenn ihr hier drin seid, werdet ihr und eingeloggt seid, werdet ihr auch wieder den Button finden, neues Thema erstellen. Und dann könnt ihr einfach eingeben, meinetwegen neues Album von Eminem oder so. Und dann könnt ihr über das Album diskutieren. Ihr könnt auch über Filme diskutieren, einfach über alles Mögliche diskutieren. Hier in diesem Off-Topic-Forum, das ist einfach ein allgemeines Forum, was jetzt zum Beispiel nicht COD oder COD E-Sport relevant ist. Ihr könnt auch hier natürlich über andere Spiele diskutieren, über League of Legends, Counter-Strike und so weiter und so fort. Einfach Diskussionen eröffnen und sachlich mit anderen Usern darüber diskutieren, eure Meinung kundgeben und andere Meinungen euch durchlesen. Des Weiteren habe ich hier noch einen, oder haben wir hier noch einen Marktplatz. Hier könnt ihr ganz einfach, wenn ihr Sachen verkauft, könnt ihr hier ein Topic aufmachen, selber wieder hier, neues Thema erstellen, aufmachen, zum Beispiel verkaufe Astro A40. Dann können die Leute da draufklicken, in dem Thread postet ihr dann genaue Details, vielleicht auch noch mit Bilder und so weiter oder mit Links zu diesem, zu der Auktion oder so und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ihr oder auch wenn ihr Sachen sucht, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich suche einen SCUF-Controller, einen PS3 SCUF-Controller, einfach hinschreiben, suche PS3 SCUF-Controller, natürlich die Titel immer so kurz wie möglich und so informativ wie möglich gestalten und dann genauere Infos immer in dem Thread direkt schreiben. Somit habt ihr hier die Möglichkeit, Sachen zu finden und auch zu verkaufen. Natürlich, wie gesagt, liegt wieder alles an euch, wie aktiv ihr hier seid. Umso aktiver ihr seid, umso mehr wird hier passieren in diesem Forum. Und dann haben wir letztendlich hier noch ganz unten einen sehr, sehr wichtigen Punkt, und zwar Feedback. Feedback ist hier wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr
der Deserto-Seite, also uns ein Feedback gibt, was ihr gut findet und was ihr schlecht findet. Ich bitte euch aber darum, auch wenn euch was tierisch nervt, trotzdem sachlich zu bleiben, einfach hier ein Feedback an uns, an Deserto Germany zu geben, was ihr noch gerne hättet. Hättet ihr vielleicht noch mehr Threads im Forum? Fehlen euch gewisse Dinge oder einfach Ideen auch. Ideen, Feedback, ich meine, brauche ich nicht viel dazu erklären. Ihr wisst alle, was ein Feedback ist. Könnt ihr hier reinposten. Wir werden natürlich uns immer wieder durchlesen. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Forum. Dann würde ich sagen, schauen wir weiter auf Events. Wenn ihr hier auf Events seid, habt ihr hier verschiedene Reiter zum Auswählen. Einmal den Reiter demnächst. Da seht ihr alle Events, die demnächst anstehen. Hier der Name FCO Advanced Warfare Nummer 2, hier mit dem Datum. Und hier noch eine kleine Beschreibung zum Turnier. Könnt ihr euch mal durchgucken. Hier haben wir die Gfinity Open, wo wir vorher schon kurz drüber gesprochen haben. Und dann die Gfinity Major Events sind jetzt momentan hier bereits eingetragen. Ich habe euch natürlich auch immer den Link zu dieser Seite verlinkt. Kommt ihr hier, wie ihr schon sehen könnt, direkt auf gfinity.net. Mein Internet ist heute nicht das schnellste. Könnt ihr euch immer informieren, welche Events anstehen. Hier auch bei kürzlich könnt ihr sehen, Events, die bereits stattgefunden haben. Haben wir hier die MLG Columbus, wir haben jetzt natürlich hier mit Advanced Warfare angefangen. Es waren ja schon viel, viel mehr Events. Aber wir haben hier die MLG Columbus, die ersten drei Plätze auch noch aufgelistet. Und wenn ihr auf alle geht, habt ihr nochmal eine Komplettübersicht von den ganzen Events. Und hier könnt ihr euch informieren über Events, wann Events wieder anstehen. Einfach, wenn ihr sie gucken wollt oder wenn ihr natürlich Interesse habt, dorthin zu fahren. Der nächste Reiter hier ist Pro Teams. Hier haben wir auch wieder verschiedene Sektionen. Einmal DE, EU, NA, World and All. Das gleiche für die PlayStation. PlayStation Teams haben wir vorerst noch nicht hinzugefügt. Wir werden uns jetzt vorerst hier mal auf die Xbox Teams konzentrieren und hier versuchen, alle Pro Teams mit reinzubekommen. Ich werde irgendwann natürlich auch noch die DE-Sektion ein bisschen auffüllen. Da hat dann jedes Team die Möglichkeit, sein Team hier zu präsentieren. Aber vorerst wird es jetzt erstmal nur die EU und NA-Sektion geben. Hier in der EU-Sektion, wie ihr schon seht, haben wir eigentlich alle wichtigen Teams. Wenn ihr hier auf das Team-Logo klickt, kommt ihr auf die Homepage von dem jeweiligen, von der jeweiligen Organisation, beziehungsweise auf die Twitter-Seite von dieser Organisation. Und wir haben eigentlich hier alle wichtigen Teams aufgelistet. Epsilon, Vitality, Killerfish, TCM, Pain, Fabe, zweimal Orbit Schweden, EQ Deliver, Team Pro, Vogue, Millennium, Aware Gaming, Basic, Underratics und Next Gaming aus ganz Europa. Die wichtigsten Teams sind aufgelistet. Es kommen natürlich noch mehr hinzu. Wir versuchen natürlich auch immer die Roster aktuell zu halten. Ihr könnt zudem auch noch hier auf die Namen draufklicken. Dann kommt ihr immer auf die jeweiligen Twitter-Accounts der verschiedenen Spieler. Machen wir jetzt mal nicht. Und das gleiche gibt es natürlich auch bei den NA-Teams, versuchen wir natürlich auch immer sehr aktuell zu halten. Hier auch mit allen Team-Logos kommt ihr in der Regel auf die Homepages oder auf die Twitter-Seiten, nicht überall, aber in der Regel, wie gesagt, findet ihr hier auch alle Twitter-Accounts von den Pro-Spielern, seid ihr da auch immer am Laufenden, wer in welchem Team ist und könnt hier auf Twitter den Leuten folgen können, beziehungsweise über diese Links hier kommt ihr auf deren Twitter-Profile und könnt denen dann folgen oder könnt einfach am aktuellen Stand bleiben, was die so von sich geben. Hier Deserto Live, dann wird in Zukunft noch werden Livestreams reinkommen, wo wir dann Livestreams verlinken werden. Ist aber leider noch nicht aktuell, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Hier der Shop, die Verlinkung funktioniert momentan auch noch nicht, weil der Shop im Aufbau ist. Dann haben wir hier das Regelwerk, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, würde ich sagen. Ich muss gleich dazu sagen, die anderen Regelwerke, also von den älteren CODs, sind noch nicht übersetzt. Das einzige aktuelle Regelwerk momentan ist hier das Call of Duty Advanced Warfare Regelwerk, da das auch momentan das wirklich das Wichtigste ist. Das Ganze wurde natürlich auf Deutsch übersetzt und würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz rein. Also wenn ihr ein Scrim habt oder ein Match habt und so weiter und ihr seid euch nicht sicher mit den Regeln, einfach hier drauf gucken auf Call of Duty Advanced Warfare. Und dann habt ihr hier alle Regeln auf Deutsch, könnt ihr nachlesen, könnt ihr einstellen, ist wirklich perfekt übersetzt, 1:1 und könnt ihr alle wichtigen Sachen einfach nachlesen, auch wenn ihr euch bei irgendwas nicht sicher seid, einfach hier drauf gucken, hier findet ihr alles, was ihr braucht zum Thema Regeln. Hier haben wir einen Map-Generator, der aber noch auf Call of Duty Ghosts-Ebene basiert. Das Ganze wird natürlich bald geändert auf Advanced Warfare, sobald alles geändert wurde. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal als Beispiel hier, damit ihr seht, was es ist, wenn ihr zum Beispiel einen Scrim habt oder selber ein Turnier veranstaltet oder was auch immer und ihr wollt jetzt hier zum Beispiel ein Best of 5 machen.
Und Rotation Default heißt halt einfach die komplette Rotation. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nur hier wie es bei Ghost war, Herrschaft, SND spielen wollt, könnt ihr, beziehungsweise Blitz, könnt ihr hier natürlich die einzelnen auch auswählen, aber wir nehmen jetzt hier mal Best of 5, Full Rotation, also alle Maps und alle Modis, geht ihr hier auf Generate und dann werden euch hier einfach, ist jetzt natürlich hier noch auf Französisch, das Ganze wird noch alles geändert, da werden euch hier 5 Maps ausgespuckt mit 5 verschiedenen Modis, und dann habt ihr hier keine Probleme, einfach mal eine komplette Rotation zu spielen. Ist das Ganze auch nach dem Zufallsprinzip, da kann auch dann keiner sagen, so, ja, hey, ihr habt euch eure Lieblingsmaps ausgesucht. Könnt es natürlich immer wieder wiederholen, wenn euch die Maps dann doch nicht gefallen. Gibt es immer wieder neue Möglichkeiten. Der Zusammenstellung ist, wie gesagt, ein Zufallsgenerator. Das Ganze wird auch bald aktualisiert auf Advanced Warfare, sobald die Regeln zu 100% stehen. Dann haben wir hier noch den Kontakt. Ihr könnt uns hier kontaktieren auf der Seite für allgemeine Informationen oder für wichtige Fragen. germany@deserto.net. Doch wir bitten euch, hier das Kontaktformular über die Seite zu nutzen, und wenn ihr Bewerbungen habt, also wenn ihr mitarbeiten wollt an der in der Seite, bitte auch die Bewerbungen direkt in das Forum richten an unsere Admins, und ansonsten haben wir hier noch über uns, wo ihr ein bisschen was nachlesen könnt zu eSport und was Deserto eigentlich genau ist und was wir hier machen. Hier an der Seite könnt ihr dann auch noch unsere Social Media sehen, hier einmal Twitter, könnt ihr uns auch direkt hier folgen, hier unten ist einmal Facebook, könnt ihr uns direkt ein Like da lassen, hier nochmal Facebook, Twitter und YouTube verlinkt, würde uns freuen, wenn ihr uns auf den Social Medias folgt und uns dabei unterstützt. Und das war's auch jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Projekt Deserto Germany gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir die Seite aktiv nutzen, dass ihr alle aktiv auf die Seite geht. Einfach, dass die Community mal größer wird. Ich meine, die amerikanische, englische, spanische, französische Community, die haben es alle bereits geschafft. Wir haben auch eine sehr, sehr große Call of Duty Community und wir haben halt leider einfach keine Plattform, und jetzt haben wir eine, wir sollten die Gelegenheit nutzen und das Ganze ein bisschen ins Rollen bringen, einfach eine große Community zu schaffen, eine große oder eine größere Reichweite zu bekommen und auch einfach ein größeres oder großes Ansehen in der Call of Duty Szene und auch in der E-Sport Szene weltweit zu bekommen. Und ich denke, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, einfach mal eine Plattform zu haben, wo wir uns austoben können, wo wir uns treffen können, wo wir uns austauschen können. Ich würde es freuen, wenn ihr das Video teilt, beziehungsweise wenn ihr die Seite pusht, indem ihr die Seite auf eurem Facebook- und Twitter-Accounts immer wieder mal postet, Leute darauf hinweist, die vielleicht nichts über die Seite wissen, euren Kollegen das erzählt über die Seite. Einfach, dass wir hier viele User drauf bekommen und viele Leute drauf bekommen, dass das Ganze einfach aktiv läuft, dann macht das Ganze auch Spaß, wenn das Forum aktiv ist und ihr einen Scrim sucht und dann auch direkt einen Scrim findet, dann macht es auch wirklich Spaß. Uns macht es natürlich dann noch mehr Spaß, als wir es natürlich eh schon macht, hier News zu schreiben und euch zu informieren und uns da wirklich reinzuhängen. Also wie gesagt, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Deserto Germany Geschichte haltet. Und wenn euch Deserto Germany gefällt, dann will ich natürlich auch einen Daumen nach oben sehen auf dem Video. Und dann würde ich sagen, wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao, Servus, euer Schocks.